Guten Morgen YouTube, da sind wir wieder und weiter geht's. Ja, ich bin wieder im oberen Viertel und wir rennen jetzt gleich zu Lotthagen, aber vorher hole ich mir noch den einen Blutkelch, den ich letztes Mal vergessen habe. Der ist nämlich nicht in Salandrils Haus, wo ich war, sondern neben Salandrils Haus. Deswegen habe ich den auch nicht gefunden. Naja. Wollen wir das mal in Angriff nehmen? So, es interessiert niemanden, dass ich schleiche. Wunderschön, Stadtwache steht keine 3 Meter davon entfernt. Ihm ist das Latte. Hey, willkommen zurück, Musik. So, und jetzt müssen wir uns diesen Schlüssel da oben auf dem Kaminsims holen, um die Truhe da aufzumachen. Und hopp, da ist er. Und raus hier. Guten Morgen. Na bitte, geht doch. So, ab durch die Hecke. Und zu Lord Hagen. Aber vorher natürlich. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Junge, guck mal. Ich bin ein Magier des Feuers. Ja, natürlich. Verzeih mir, Erwählter. Aber ich erfülle hier nur meine Pflicht. Ah, da frisst er mir aus der Hand. Ah, bevor wir mit ihm reden, holen wir uns noch einen Blutkelch, weil wir kommen jetzt endlich hier rein. Und der heißt, wir können uns hier den Blutkelch holen. Ja. Ganz einfach. So, goldene Schale und Babam. Nehmen wir uns auch noch mit. Zack, zack, zack. Cornelius liest in Ruhe weiter. So, die Truhe, die da hinten rumsteht und so, das lassen wir einfach mal. Ich habe jetzt keine Lust zu. Ich habe schon von dir gehört. Lothar hat mir berichtet, Kommen wir dass du mal zu mich den sprechen wichtigen willst. Dingen. Du bist der Fremde, der das Auge Inos gefordert hat. Jo. Ich bin Lord Hagen, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Inos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich Abend. habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Jo. Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Aber jetzt ja nochmal Sag Zeit. mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Okay. Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Inos aushändigen. Das Auge Inos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast es. Wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Doch du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Kein Problem. Möge Inos dich schützen. Jo. Tadam. Endlich Kapitel 2. Ja, Was klappern wir über den Rest hier noch ab. Doch die Schriften sagen auch, dass Sorry. Ein Erwählter Inos es tragen kann.
Ich bin ein erwählter Innos. Guck mich mal an. Wird es dir vielleicht möglich sein, das Amulett anzulegen? So, machen wir das Warum noch. Warum seid ihr nach Korinnes gekommen? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. La. Was machen deine Männer? La. Da du La. Der Grund La. Ohnegen, La. Die La. So dann steht der Krieg. Ich habe dir schon... Alles ganz schlecht, ja. So, raus hier, der Rest ist egal. Endlich Kapitel 2, das heißt endlich neue Items bei den Händlern zu kaufen und anderen Kram noch. Ich Idiot. So. Was macht er denn hey, schon du, hier? Warte mal. Ach so. Du willst dich doch auf den Weg ins Minental machen, richtig? So sieht's aus. Und? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Du berichtest mir, wie es dort um das Erz steht. Und ich besorge dir dafür einen Runenstein. Geil. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Das ist ein Angebot. Jut. Jut, jut. Ja. Dann, hab ich jetzt erstmal keine Idee, was ich machen soll. Ah, doch, mir ist eine Idee gekommen. Kleiner Spaß am Rande. Ach, ach. Ja, ich gehe mal irgendwas schlafen und dann klappe ich mal die Händler ab, ob die irgendwas Nettes für mich haben. Ey, Konstantino. Geh mal weg da. Genau. Ah, liegst du bequem. So. Raus da. Und jetzt ab zu den Händlern auf dem Marktplatz. Mit Abu Jin rede ich auch noch irgendwann, aber nicht jetzt. Rengaru. Sarah. Ah, da bist du ja wieder. Soll ich mich Zeig mir deine Ware. Aha, da geht's auch schon los. So, 25, jetzt habe ich 30, wie viel Stärke habe ich? Ja, kann ich nicht gucken. Kosten das Ding 450, 500. Was ist denn mal realistisch? Stärke 20. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ah, da bist du jetzt. Ja. Zeig mir deine Ware. Okay. Langschwert habe ich schon. Steinbrecher 35, 25. Ja, gucken wir mal, was die anderen Händler noch so haben. Nachdem müsste ich dann noch ordentlich was in Stärke eininvestieren. Da bist du ja wieder. Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Ehre, dass ein Verdammter unserer heiligen Kirche sich für meine Waren interessiert. Wow. Auch ein schönes Ding. Aber 15 Stärke noch draufhauen. Aber es wäre eigentlich mal so eine schöne Zukunftsinvestition. Obwohl, will ich das jemals... Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich bin in Zwiegespalten. Boah, was? Ich habe 4000 Gold? Krasse Kacke. Das habe ich schon immer gesagt. Ich kaufe das Ding jetzt einfach. Irgendwann werde ich die mal anlegen können. Hoffentlich. So. Was können wir denn jetzt nochmal so machen? Das Krautpaket. Das machen wir jetzt mal. Das ist ja interessant. Dafür rennen wir jetzt erstmal in den Hafen. Ah. So. Was macht er denn hier? Er stand irgendwie noch nie hier, wenn ich hier lang gelaufen bin. Zack. So.
Wo ist der gute Mann denn? Da oben. Zack, 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 zack. So, hätten wir das. Vielleicht nochmal ein neues Schwert. Der bewacht da oben nämlich dieses Krautpaket. Hier ist gar nichts drin. Das, was dem Söldner Cypher geklaut wurde. Nicht schlecht. Des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Da ist es doch schon.